Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Omega Rubin und Alpha Saphir Wi-Fi Battle mit mir, dem Shizumania, und wir sind jetzt TMNUT, wie man sehen kann, und wir spielen gegen den Yuki, aka auf Twitter, Phantom Hive, glaube ich, wenn das so richtig war. Das ist ein langer Name, aber er hat einen Archaeops, Aeroptrix, glaube ich war das im Deutschen, ein Morlord, ein Ninetales, ein Volnona, ein Trömmergil, Klingklang, Klingklang, das ist ein schwieriger Name auch, und Tigulis. Und wir haben einen Landturn, einen Vesprit, einen Dressella, Regirock, Garbodor und Gladiantri. So. Und vorweg, ich kenne mich nicht im NU-Tier aus, also schon ein bisschen. Ich habe mal, glaube ich, ein, zwei Teams gehabt und habe mal ein paar Kämpfe gemacht, aber das war's auch. Also ich kenne mich sehr wenig aus dem NU-Tier und deswegen hoffe ich mal, dass jetzt alles so klappt, wie es ist. Und wir leaden mit unserem, ich würde sagen, Regirock, weil dann können wir direkt die Steinchen rausbringen, denn die haben einen Vorteil gegenüber das Fluggestein-Ding da und gegenüber Volnona. Das klingt nach einem Plan. So, wir leaden mit Regirock. Auch wenn es sehr predictable ist. Ich meine, Tarnsteine und so ist schon sehr, ja, predictable. Aber ich meine, es hilft. Also, es ist halt sehr nützlich. Und wir gucken mal, wie es wird. Es geht los. So, na? Ich habe auch jetzt nebenbei den Damage Calculator an. Also, ich werde nicht immer calken. Ich werde nur calken, wenn ich wirklich in der Lage bin, wo ich calken muss oder halt so unsicher bin, dass ich es machen werde, dann werde ich kalken, aber sonst werde ich nicht kalken. Also ich sonst, ne, ist halt doch doof, weil ich meine, die meisten kalken auch nicht bei normalen Wi-Fi-Battles. Also bei GPL-Kämpfen würde ich schon kalken, aber bei normalen Kämpfen würde ich eher weniger kalken. So viel sei dazu gesagt. Und ich drücke hier auf die Donnerwelle, würde ich sagen, weil das Aero-Optrix hat, glaube ich, eine hohe Initiative, wenn ich mich recht erinnere. Ich gehe für eine Donnerwelle. So. Er geht raus. Bitte nicht Morlord, bitte nicht Morlord. Bitte nicht Morlord. Teichmold, ja, Morlord, Alter. Super predicted. War das predicted? Wenn es predicted war, dann super gemacht, dann good game. Da kann ich drin bleiben. Ich gehe hier raus in mein Landturn, Fragezeichen. Ich würde sagen Landturn, wobei habe ich hier irgendwie. Was habe ich hier für eine Kraftreserve drauf? Och, da muss ich mal nachgucken jetzt. Da muss ich mal nachgucken, weil Landton hat nämlich die Kraftreserve, das Landton, aber ich weiß nicht, was ich da für eine Kraftreserve habe. Ich glaube, das war Kraftreserve Feuer, wenn ich mich da recht erinnere. Nee, komm. Wir gehen nicht in Landton, weil wegen dem Bodentypen und so. Vesprit kommt rein. Weil Vesprit ist, glaube ich, hier die beste Chance. Ach, laut rede ich da. Die beste Auswahl, da es nämlich Energieball hat und es geht raus. Warum gehst du jetzt raus? Du gehst in dann Volnona. Okay, Volnona. Kann ich sogar mit dem. Kann ich das? Ich gehe für einen Psychoschock. Denn ich glaube, dass Vesprit schon sehr stark ist. Bänkeschmied, oh. Wenn das Ding sich erstmal hier aufpustet, ne? Volnona kann wirklich sehr, sehr stark sein. Wir müssen da vorsichtig sein. Wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein. Sollte aber guten Schaden machen, das ist der Psychoschock. So, noch einer und dann sollte das Ding auch down sein. Finsteraura. Wir haben die Beere. Die Beere haben wir und das sollte vielleicht. Ja, gut. Gut, wir haben den Schaden drin. Oh mein Gott, wir flinchen. Ist das dein Scheiß fucking Ernst? Wir flinchen. Ach du meine Güte. Ist das dein Ernst? Nimm. Ich glaube, dass Gladiantri hier die beste. Nee, das ist nicht die beste Wahl. Gladiantri kann man gut predikten, deswegen. Und dann kommt ein Feuersturm oder so rein, dann bin ich. Flammenwurf oder so, dann bin ich tot. Ich muss hier aber rausgehen, ich muss hier raus. Ein sicherer Switch-In wäre Landturn. In dem Fall hier. Ja, Landturm wäre eine gute. Also ich denke mal, dass Landturm nicht. Ach, ich muss was opfern, glaube ich. Ich meine, so rumherum komme ich da eh nicht rum. So rumherum komme ich da nicht rum. Wow. Na komm, tanken wir. Wir tanken sogar mehr als einen.
Nichtsdestotrotz hat der Energieball wahrscheinlich. Und Energieball kann wirklich wehtun. Ich gehe hier für einen Voltwechsel, Fragezeichen. Tue ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Wird der ausreichen, der Voltwechsel? Sollte ausreichen. Nee, ich gehe für eine Hydro-Pumpe. Weil wenn jetzt ein Voltwechsel ausreichen... Weil wenn jetzt der Voltwechsel ausreichen würde, dann kann er nämlich... Ach, fuck. Hätte ich kalten sollen. Dann wäre nämlich... Hätte er das Momentum gehabt. Gut, wir haben jetzt das Momentum. Wir können uns reinbringen, was wir wollen. Und ich würde sagen, etwas mit Priority. Haben wir sowas hier im Team? Ich glaube nicht. Energieball ist sehr gefährlich, Leute. Energieball ist sehr gefährlich. Und, kann ich Gladiantri so reinschicken? Ich meine, wir haben zwar Tiefschlag, aber, ne? Ob das auch ausreicht, ist eine andere Frage jetzt. So, gute Frage, ne? Was mache ich hier? Sucker Punch. Wirst du ausreichen? Ich kalte mal kurz nach. Ich meine, das ist, glaube ich, hier gerade sehr wichtig. Ja, also der Sucker Punch reicht definitiv aus. Gut, dann kommt mal Gladiantri rein, weil ich meine, wir haben keine andere Möglichkeit außer Gladiantri. So. Wobei der Tiefschlag ist schon sehr predictable, ne? Er könnte jetzt hier noch auf den Nasty Plot gehen und sich noch weiter hochboosten und dann war es das auch für mich. Egal, komm, Tiefschlag, go. Komm. Bitte. Geh nicht raus. Ich spiele gerade so offensichtlich und deswegen kann auch jeden einzelnen Zug von mir predicten. Und okay, doch nicht, dann ich bin leise. Da reicht aus. Perfekt, gut. Alter. Dieses Wulnona, ne? Wulnona mit reingespielt ist sehr stark und sehr furchteinflößend vor allem. So. Gut, ich glaube, eins ist schon mal down. Ja, eins ist down. Fünf sind noch übrig. Gut, wir schaffen das. Teichmolz kommt rein. Teichmolz kann mich mal am AA lecken. Nein. Das habe ich nicht gesagt. Mein einziger Counter ist tot. Landhorn. Mann. Nee, warte, gar nicht wahr. Landhorn ist nicht mein Counter gegen Teichmolz. Das ist mein Messbrett. Wobei, er könnte wieder rauswechseln, weil er denkt, dass ich in mein Messbrett reinwechseln würde. Deswegen gehe ich in... Ich weiß es nicht. Alles wäre riskant. Ich versuche mich... soll ich es riskieren? Oder soll ich lieber safe spielen? Ich spiele safe. Nee, komm, ich riskiere es. Wir werden es riskieren. Ich werde versuchen, jetzt einen... mich zu boosten erstmal. Weil ich denke, jetzt kriegen wir das Momentum, da der auswechseln soll. Er geht nicht raus, er geht auf Kaskade. Sollten wir aber eigentlich einfach Glocker tanken können. Gut. Ja, okay, gut. Es war ein Crit. Gut. Jetzt gehe ich hier für einen Falter rein und versuche mich hier. Oder soll ich für den Schlafruder gehen? Schlafruder, Falter rein. Was soll ich tun? Ich gehe für den Falter rein. Er geht raus, perfekt, er geht raus. Wir haben jetzt plus 1 auf jedem Stat. Also auf Special Attack, Spezialverteidigung und Initiative. So, ich weiß nicht, ob jetzt Tingulist was kann, was mir wehtun würde. Deswegen, ich habe hier nämlich Hinpower Fire, glaube ich. Nee, das ist Hinpower Rock. Rock. Das ist Hinpower Rock hier drauf, nicht Fire. Gut. Bum. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich hier raus? Ich muss hier rausgehen. Ich meine, ich kann hier nicht drin bleiben hier, ganz doof, weil ich kann hier nichts machen eigentlich. Es wird jetzt doof. Es wird doof. Ich überlege gerade, was ich machen könnte. Hat das eine hohe Spezialdefensive, das Tingulist? Fragezeichen. Was mache ich jetzt? Warum ist kein Shift-Tree? Ach so, weil es Shift-Tree heißt, du. Im Englischen. So, Shift-Tree. Was kannst du denn so?
kannst Knock-Off. Knock-Off würde sehr wehtun. Ich gehe hier raus und zwar in mein Pawniard. Und ich glaube, Pawniard ist nämlich hier die beste Lösung. Yep, Pawniard kommt rein. Warte, war Tingle jetzt nicht im Are You? Schau mal kurz nach. Ich meine, war das nicht mal irgendwie im Are You oder so? So, Abschlag sollte sehr wehtun. Wird auch wehtun. Ach, Mann, der Evolit. Oh, das ist im Are You, okay. Das war mal, glaube ich, im Are You. Kann das sein, dass es im Are You mal war irgendwann? Okay, das war nie im Are You. Ich bin doof gerade. Ich bin einfach. Ja, das war nie im Are You. Egal, never mind. Das war nie im Are You. Ich bin schneller als das Ding? Nein, bin ich nicht. Gut, dann muss ich jetzt hier wohl oder übel versuchen, den besten Schaden mit meinem, wobei. Ach, Mann. Was mal, ich gehe von Eis. Leaf Storm wird ausreichen, deswegen. Ich glaube, das wird ausreichen. Ich merke gerade, mein Team ist verdammt langsam. Ich bringe meinen Garbodor rein. Weil falls er für einen Leafstorm geht, tankt das Teil... Ach, geht raus. Okay. Es ist doof gerade, weil Garbodor und Teichmolch ist kein gutes Matchup. Gut. Habe ich irgendwie eine Fla? Habe ich nicht, ich habe keine Pflanzenattacke. Ich habe keine Pflanzenattacke, das ist doof. Wie hieß Mord auf Englisch? Wie hieß das denn? Quagsire, stimmt. Quagsire hieß das. Ah, oh Gott. Ich muss hier rausgehen. Ich kann nichts anderes tun, als rauszugehen. Ich bitte euch. Ich gehe in mein Pawniard. Ne, nicht Pawniard, nein, niemals Pawniard. Ich gehe in Mesprit rein. Weil Mesprit ist nämlich hier das sicherste Pokémon, was ich reinbringen kann. Und demnach, also ich denke mal, wir von Erdbeben gehen. Und Erdbeben kann ich mit Schwebe. Er geht raus, er prediktet alles. Ich muss als auch predikten, wie er prediktet. So, Ende aus, mit ihm aus. Klick-Di-Klack ist ganz okay eigentlich. Oder? Oder, I don't know. Warte mal. Ich hab ne Idee. Ich könnte versuchen jetzt auf Heilopfer eventuell zu gehen. Weil, ich weiß nicht. Ich meine, dann könnte ich meinen Dresseller wieder aufladen und dann kann ich hier nämlich ganz safe und sound mich aufboosten irgendwie, ne? Aber Gear Grind macht viel Schaden und ich bin doof, warum habe ich nicht HP Fire auf dem Ding drauf? Mann, was mache ich jetzt? Ah, ich gehe ganz simpel jetzt simpel für einen Energieball nicht. Doch, Energie. Ja, Psyshock macht mehr Schaden. Psyshock, Gear Grind, Psyshock, Gear Grind. Ich gehe für. Das Ding ist aber schnell. Ich gehe für den Psyshock, komm. Nee, ich wollte auf Psyshock nicht auf Heilopfer gehen. Ich wollte auf Psyshock. Missklick. Verdammt. Ach, egal. Komm, egal. Wenn es Gott so es wollte, wenn Gott das so wollte, dann ist es jetzt so passiert. Und wir gehen jetzt hier raus und zwar in unser. Rangwechsel. Nice. Nice. Da muss da Regirock reinkommen, ne? Weil Regirock ist quasi so die einzige Antwort auf das Ding jetzt hier gerade. Oder warte mal, Garbodor wäre auch eine gute Idee. Nee, ich würde gegen Garbodor gegen das Ding sprechen, ne? Pawniard vielleicht? Ach komm, Pawniard, Alter, komm rein. Komm rein, altes Haus, weil erstens, ich muss das jetzt ausnutzen mit dem Heilopfer.
Und dann kann ich jetzt auch nämlich erstmal von Knockoff gehen und das Ding jetzt hier, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So. Erstmal Knockoff. Denn der sollte schon viel Schaden machen. Sollte. Stromstoß. Okay. Tanken wir den nicht? Wir tanken ihn sogar. Wow, wir tanken ihn. Recoil, Abschlag und Tiefschlag könnte ausreichen. Tiefschlag, go. Es könnte ausreichen. Es könnte ausreichen. Es reicht nicht aus. Das ist egal, das ist nicht schlimm. Wir können jetzt ganz easy, nämlich unser... Was können wir jetzt hier reinbringen? Wir können hier unser Regirock... Ach, ich weiß nicht, Regirock? Dressella vielleicht? Dann können wir nämlich... Ich muss nachdenken. Nee, das geht nicht. Ich muss Regirock reinbringen. Alles andere würde mir nämlich absterben hier. Außer halt Garbador, aber Garbador ist langsam und aber Regirock ist genauso, ich weiß es nicht. Ich gehe in mein Garbador, komm. Garbador. Vielleicht kann ich nämlich meinen Regirock noch gebrauchen. Deswegen will ich hier ein bisschen safe spielen und ja, ne? Ich spiele gerade richtig scheiße, merke ich gerade. So, Ableitieb. Geht da raus, klickt die Kuss. Wir wehren es ab. Hat der gemeldet? Ich guck mal nach, ob der gemeldet hat. Hat das gemeldet? Ich weiß es nicht. Ich schau nach. Garbodor und... Ja, es hat nicht gemeldet, nein. Doch, teilweise. Es hätte schon Schaden gemacht. Also es wäre schon gut, dass er getroffen hätte. Aber, ne? Hex halt. Na gut, ich gebe mein Bestes. Ich denke mal, dass der Kampf fast obvious ist, dass wir den nicht mehr so rausholen können, wie ich es wollte. Shiftry ist da drin. Das ist doof. Sehr doof. Wobei, ich kann da nicht für einen Gangshot gehen. Sollte ausreichen, oder? Jo. Reicht aus. Gangshot. Komm, Mülltreffer. Go. Go, Mülltreffer. Er geht raus. Will der jetzt hier ein Stahl-Pokémon reinbringen? Von Magel, nö. So, nimmt das Ding nicht Schaden davon irgendwie? Geist und Gift war das, oder? Ach, er wehrt sogar ab. Okay, gut. Gut, dann wehrst du es halt ab. Traunmagil, Miss Mages. Nee. Doch, Miss Mages, doch, Miss Mages. 50. I don't know. Also Gangshot wäre gerade echt gut gewesen. Hätte echt viel Schaden gemacht. Mehr oder weniger. Ach, Jemine. Ich gehe für einen Gangshot. Rankschmied. Okay. Nicht okay, nein. Wenn wir jetzt missen, dann ist das Spiel aus für uns. Wenn wir jetzt missen, ist das Spiel aus. Und wir müssen nicht... Crit, please? Nee, kein Crit, aber ist nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Mülltreffer nochmal. Spukball sollten wir tanken. Wir tanken das, perfekt. Perfekt, komm. Triff. Wir treffen. Crit. Kein Crit, scheiße. Das ist doof. Ich habe keine Prio-Attacke drauf. Doof. Mülltreffer. Komm, Mülltreffer. Spukball ist Latte. Gut. Wir waren eh schon besiegt, deswegen ist es jetzt egal. Was bringe ich jetzt rein am besten? Ich glaube, Regirock wäre Lilligan vielleicht. Kann der mich bei plus 1... Plus 2 ist der, oder? Mit Ränkeschmied. Reicht aus. Ach, damit. Und Regirock? Vielleicht? Regirock kann eventuell was reißen hier.
Come on, Regirock. Come on. Ich hab Hoffnung in dir. Steinhagel. Nee, Erdbeben ist das Ding. Levitate? Ja, es ist Levitate. Okay, Steinhagel, come on. Spukball, sollten wir tanken können? Sollten wir tanken? Wir müssen es tanken. Wir tanken das. Wir tanken das. Perfekt. Steinhagel. Muss ausreichen. Gut. Noch drei Pokémon? Schaffen wir das Ganze noch? Er hat noch einen Morlord, einen Tingulist und sein, sein, was war noch da dabei? Ich weiß gar nicht mehr, fuck. Nee, warte, hat er noch Tingulist, okay, er hat gewonnen. Tingulist, weil Tingulist können wir nichts gegen machen. Ich meine, die haben nur noch unser Dressella und unser Regirock und damit können wir nichts machen eigentlich. Ich könnte gut Glück auf Donnerwelle gehen, eventuell. Und versuchen irgendwie da noch ihn zu hexen oder so, aber es sollte nichts mehr klappen. Laubklinge, ja. Denken wir das nicht? Nö, okay, schade. Ich dachte vielleicht, weil wir haben hohe Defensivwerte, vielleicht hätten wir das tanken können. Nein, egal. Egal. So, Dressella, komm rein. Mach mich stolz. Ich kann jetzt hier eigentlich führen. Ich habe verloren, ne? Ich gehe einfach führen. Gadrain. Nee, HP Rock gehe ich eigentlich. Ich gehe lieber HP Rock. Eigentlich will ich auf HP Rock gehen. Komm, HP Rock. Crit. Come on. Life Orb Crit. Na, schade. Fuck. Gut, Abschlag. Ne? Hat gewonnen. Okay, ich hab's gesagt, Enyu ist ein Scheißtier für mich und ich hab da wirklich... Aber ich finde, ich hab mich trotzdem geschlagen dafür, dass ich das wirklich kaum gespielt habe bis jetzt in meinem Leben. Finde, ich hab mich schon gut geschlagen und ich klopf mir selten an die Schulter. Ich klopf mir selber selten an die... Was ist das für ein Scheißsatz? Ihr wisst, was ich meine und ich bin schon... Also es war ein guter Kampf auf jeden Fall, es war ein sehr spannender Kampf. Und Tingulist war jedoch halt wirklich, das Problem in dem Kampf. Weil seitdem unser Morlord, sage ich, Landschon weg war und Ponyard auch weg war, hatte Tingulist freie Bahn und ja. Aber dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und nochmal danke an den lieben Earl Grey, oh mein Gott, Earl Grey, ich habe zu viel Tee getrunken. Earl Phantom Hive, Earl Grey, dass er den Kampf gemacht hat mit mir und danke an alle, die bis hierhin zugeschaut haben. Macht's gut und auf Wiedersehen.